So, eine Runde schlafen und weiter geht's. Sind hier irgendwelche Monster in der Nähe? Ah ja, da hinten ist was, ein Skelett. Das brennt schön vor sich hin. Hier ist ja unser Mülleimer, können wir irgendwas da reinschmeißen? Mal gucken, haben wir irgendwas Sinnloses? Ja, zwei Schilder und eine Tür brauche ich eigentlich gar nicht. Und ich kann jetzt hier auch meinen Dingens mal ein bisschen weiterbauen. An meinem Dingens hier weiterbauen, an meinem zukünftigen Lagerraum wollte ich hier machen. Also ich wollte einen Lagerraum reinsetzen da unten. Irgendwie. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. So von der Höhe her ist es okay. Also wird es theoretisch gehen. Aber ich glaube, ich gehe noch ein bisschen weiter runter. Denn wenn ich jetzt. Oh, das hat genau gepasst. Denn wenn ich jetzt hier weiter runter muss, beziehungsweise möchte, dann kommt sich das ins Gehege. Das ist nicht gut. So, ein bisschen hier abbauen, ein bisschen abbauen, ein bisschen abbauen. Ach, das geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Das geht so langsam. Also mal schön ins Loch gesprungen. Und hier den ganzen Krempel abgebaut. So, genau, ich brauche noch ein bisschen Holz. Nicht nur ein bisschen, das ist eigentlich sogar ganz viel Holz, was man hier für so eine blöde kleine Verkleidung hier braucht. So. Ah, ich glaube, das ist jetzt erstmal tief genug. Ja, kann man nicht meckern. Ne, kann ich den Krempel hier gerade wieder abreißen. Na, super. Moment. Moment. Ach Mensch, jetzt muss ich gerade mal wieder mal. Doppelfail war das gerade eben wieder. Jetzt muss ich mal gucken. So, hier hampelt nichts rum, kein Creeper oder so. Ach, der Baum ist gewachsen. Der ist immer wieder übergroß geworden. So, mal gucken. Ach, da ist hier noch ein Holzblock. Mal gucken. So. Hier ist das Dingens. Mache ich den Keller jetzt hier unter das Haus oder mache ich das unter hier die, unter diese grüne Fläche hier? Ich weiß es nicht genau. Muss mal gucken. Ich glaube, ich baue das Haus hier auch noch mal ein bisschen aus. So wie es jetzt ist, ist es zwar ganz okay, aber es gefällt mir noch nicht ganz. Und hier auch, das ist alles ja nur eine Masse quasi. Das ist ja alles nur Holz, abgesehen von dem bisschen Stein und Glas da. Da muss ich noch mal ein bisschen dran arbeiten. Gut, aber ich glaube, ich mache dann den Keller hier unter diese Grünfläche hier. Also auf diese Seite. So in die Richtung. Muss ich aber auch mal gucken, wie mache ich denn das jetzt? Mache ich hier vielleicht nur einen großen Raum draus? Mache ich hier ein ganzes Kellergeflecht draus? Also mache ich hier so Gänge, meine ich jetzt sozusagen. Ob ich jetzt hier Gänge draus machen soll? Oder soll ich hier einen großen Raum draus machen? Warte mal, das ist irgendwie nicht. Ach Mensch, das ist. Ach verdammt. Ach Mensch, das ist hier unsymmetrisch gerade, fällt mir auf. Kann auch gar nicht symmetrisch sein. Ich wollte jetzt hier so Zweiergänge machen, also dass hier quasi so ein Gang wird. Dass hier auf der anderen Seite so ein Gang wird, also hier auf der Seite. Dass hier so ein Zweiergang ist, also 2x2 Gang. Und dass dann hier nochmal so ein Zweiergang ist, aber das geht ja gar nicht, weil hier die Treppe nur einen Block breit ist. Deshalb kann ich jetzt entweder hier so einen Einergang reinmachen oder so einen Dreiergang. Da mache ich jetzt immer mal so einen Dreiergang rein. So, das bleibt jetzt erstmal so. Ich glaube, die Decke kann ich. Nehme ich an der Decke jetzt was weg oder nehme ich am Boden was weg? Ich glaube, ich nehme lieber einen im Boden weg. Das ist immer besser. Ist nur ganz schöne Arbeit, das immer alles auseinander zu bauen hier. Beziehungsweise, was heißt auseinanderbauen? Das ist ja alles abzubauen. Das dauert immer ziemlich lange. Aber dafür hat man quasi auch was. Ich meine, das hatte irgendwie auch was, wenn man
Das war jetzt doof. Wenn man jetzt, wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe jetzt zum Beispiel mal, als der Creative Mode rauskam, beziehungsweise veröffentlicht wurde, dann habe ich auch am Anfang natürlich mal richtig den quasi richtig ausgenutzt, kann man sagen. Also ich habe da richtig viel rumgespielt mit dem Creative Mode und war auch ganz lustig. Habe auch mal ein paar schöne Sachen gebaut. Die Welt, in der ich das gebaut habe, gibt es allerdings nicht mehr. Und der Fug, und was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, man hat zwar quasi alles zur freien Verfügung, das war jetzt wieder doof. Man hat zwar alles zur freien Verfügung, jedoch ist es, was soll ich sagen, das ist irgendwie so ein Gefühl der Leere. Ich meine, wenn man alles zur Verfügung hat, jeden Block zur Verfügung hat, mit allen oder alle Blöcke mit einem Schlag kaputt machen kann, dann ist das irgendwie, ich weiß nicht, so langweilig. Ich meine, ist zwar immer noch Minecraft, aber das ist halt irgendwie nicht mehr so das Original sozusagen. Weil das macht halt einfach nicht mehr so viel Spaß. Ich meine, es ist einerseits zwar ziemlich nervig, weil man hier immer so alles, ach du Scheiße, wenn man hier alles so nacheinander abbauen muss, beziehungsweise was heißt nacheinander, aber wenn es hier halt so lange dauert, bis der Block zerstört ist, ist einerseits ein bisschen nervig, aber andererseits macht das ja Minecraft auch aus. Finde ich zumindest. Ja, wenn du da jeden Block unendlich zur Verfügung hast, also unendlich Blöcke hast, und du kannst jeden Block auch einfach mit einem Schlag kaputt machen, so wie eine Blume hier, dann ist es eigentlich recht langweilig, finde ich. Denn du kannst ja auch so schön Ressourcen sammeln, du musst ja alles einsammeln, du musst alles neu machen, du musst neue Bäume pflanzen, du musst Tiere schlachten, du musst Krempel anbauen, du musst dir hier die ganzen Rohstoffe zusammensuchen, die hier mal verteilt sind. Du musst halt danach suchen, zum Beispiel Kies. Ich meine, einerseits steckt jetzt Kies hier in den Bergen da drin, andererseits auch in der Erde. Und im Creative Mode kann ich jetzt einfach hier Inventar und dann zack, hast du den Kies gleich da. Im Survival Mode kannst du da einfach hingehen. Nee, da musst du sogar hingehen. Und musst es quasi erkämpfen, sozusagen. Also das heißt, es ist nicht einfach zack da, sondern musst richtig drum kämpfen, sozusagen. Und das ist eigentlich ganz nett. So, was ist das hier hinten eigentlich? Ach ja, ich glaube, hier ist mal meine Axt ist hier mal auseinandergeflogen, glaube ich, ne? Oh, ich sehe gerade einen Fehler in der Matrix. Kann ich so natürlich nicht lassen. Aber ich renne natürlich gerade mal direkt wieder vorbei, was eigentlich typisch ist. So, oh, das war meine Dingens. Meine Axt war das. So. Ach, weißt du, ne. Ja, gut. Weißt du was? Mit einer Axt geht's besser. So. Jetzt mache ich mal hier so einen Kranz quasi drum. Mal gucken, wie das aussieht. Kranz aus Stein. Habe ich noch? Nee, habe ich nicht. Okay, ja, das sieht jetzt ein bisschen strange aus. Sieht echt ein bisschen komisch aus, oder? Aber ich lasse erstmal so. Hat irgendwie was. Was wollte ich jetzt? Ach genau, ich wollte hier mal gucken. Hab ich? Ja, ich habe 18 Kiesblöcke. So. Bisschen hiervon und davon, davon und hiervon. Nein, das war richtig. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 9, 8, 7, 10,3. Läuft. So. So, der kam wieder weg, der Krempel. Wie sieht denn das aus? Läuft. Ich finde es schön. So. Was kann ich jetzt noch machen? Was kann ich machen? Ich würde eigentlich ganz gerne mal in meinem Haus weiterbauen. Weiterbauen? War das gerade ein Zombie oder war ich das? Die Sonne geht schon wieder unter.
So, Moment, kurze Denkpause. Entschuldigung dafür. Da muss ich gerade mal kurz aussetzen. So, ja. Es ist Nacht, so kannst du noch schlafen. Na gut, also Nacht ist ja noch nicht ganz. Ist aber allerdings echt ein bisschen nervig, wenn hier schon die Sonne untergeht und da steht, du kannst nur nachts schlafen. Aber naja. Ich meine, wann ist man denn schon das letzte Mal schlafen gegangen, als sie. Wie soll ich das jetzt sagen? Also, wann ist man das letzte Mal denn schlafen gegangen, bevor die Sonne weg war? Also quasi, wenn die Sonne noch. Aha, interessante Wolken. Also quasi, wenn die Wolken noch da. Nee, nicht die Wolken, wenn die Sonne noch da ist, also die Sonne noch nicht untergegangen ist und man trotzdem schon schlafen geht. Ich meine, wie oft macht man das denn? Also ich habe das zuletzt als Kind gemacht, aber sonst. Gut, ich renne hier schon wieder die ganze Zeit so blöd hin und her. Was mache ich jetzt eigentlich? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Mache ich mein Haus weiter? Was mache ich jetzt? Ich pflanze erst noch mal ein bisschen an. Bisschen hiervon und davon und dort und hier und da und dort. Durch diese ganzen. Was sind das? Birken, ne? Birken sind es, glaube ich, ne? Durch diese ganzen Birken, da denke ich die ganze Zeit, da stehen irgendwelche Skelette im Wald. Weil die halt auch alle weiß sind. So, mal gucken. Ich glaube, jetzt baue ich mein Haus noch mal ein bisschen in die Breite. So, zack. Das mit dem Dach ist irgendwie auch keine Lösung. Was war das gerade eben? Rauch? Kommt ja da Rauch von der Fackel durch? Den Fackeln? So. Einmal die Knochen brechen. Mal wieder. Ein Setzling aufsammeln. Und jetzt mal gucken. Was mache ich denn da jetzt draus? Ist das so legitim? Kann ich das so machen? Ich sage einfach mal ja. So. Jetzt muss ich hier allerdings den Dach abbauen. Was nicht ganz so schön ist. Das ist irgendwie auch so ein Problem hier in Minecraft, wenn man immer in Berge reinbauen muss. So, ich habe gerade nichts zu essen. Außerdem. Zack, jetzt setze ich mir meinen Baum direkt vors Haus. Ich verspreche mir davon, dass das nicht schlecht aussehen wird. Und ich merke gerade, ich habe nichts zu essen. Außer ein bisschen Gammelfleisch. Aber das ist ja, ne, wie man weiß, nicht so gesund. Gut, was habe ich jetzt? Ich habe ein bisschen Weizen. Jetzt kann ich hier so. Nee, da. Gib mal her. So, ein bisschen Brot rausmachen. Fress, Schmatz, Schmatz. Läuft. Noch ein weiteres Mal die Beine gebrochen. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier geht. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen zu weit gebaut. Zu weit abgebaut, meine ich. Fängt wieder die Musik an zu nudeln. Während wir hier abbauen. Beziehungsweise wäre ich abbaue. Erinnert mich jetzt immer so schön an. An Gruppenarbeit. Einer schafft. Und der Rest guckt zu. Ich meine, so ist es ja eigentlich auch gerade mit meinen Videos. Ich bin am Schaffen, ihr guckt zu. Aber naja. Ich mach's sehr gerne.